Mediathek hat ja ein wunderbares Archiv, nicht nur zu Metropolis und Berlin Symphonie der Großstadt. Das geht bis in die Gegenwart, bis zu den aktuellsten Filmen. Und wir zeigen sie im Museum, aber jetzt auch an anderen Orten, um ein Verhältnis, ein neues Verhältnis zu ihnen zu ermöglichen. Man kann schauen, wo ist es gedreht worden, wie hat man es gemacht, was entdecke ich in diesen Filmen an anderen Orten. Ein bisschen spielerisch, ein bisschen experimentell und sicherlich so, dass es Spaß macht. Wir bringen Objekte aus Filmproduktionen zurück an die Drehorte in den Stadtraum und zeigen, wie diese Orte sich verändert haben. Hier am Potsdamer Platz sind viele Aufnahmen gemacht worden für Wim Wenders, Der Himmel über Berlin. Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Die Flügel aus dem Film befinden sich bei uns im Archiv und in der App kann man sie als Augmented Reality anderen Menschen auf den Rücken setzen. Aber die hängt gerade auf meine Rücken. Berlin als lebendige Maschine. Regisseur Walter Ruttmann fängt in seinem experimentellen Dokumentarfilm Ein Tag im Leben der Großstadt ein. Wir haben uns hier in Berlin für drei Standorte entschieden. Einmal den Potsdamer Platz, hier direkt vor der Tür des Museums. Dann für den Alexanderplatz, wo sich sehr viele Touristen aufhalten. Und dann für den Heinrichplatz in Kreuzberg mit einem diversen Berliner Publikum. Diese Kinamo-Kamera, die ist schon bei Berlin Symphonie der Großstadt im Einsatz gewesen. Drei Kameras aus unseren Sammlungen haben wir als 3D-Objekte modellieren lassen und ich kann sie in der App antippen, Filter auswählen und so verschiedene Filmästhetiken kennenlernen. Das eigene Smartphone wird also zu einer historischen Kamera und zeigt mir, wie eine Super 8-Kamera aufgenommen hat, wie Bilder aussehen, die mit einer Handkamera aus den 1920ern aussehen würden oder die Bilder einer Super VHS-Kamera aus den frühen 1990ern. Augmented Reality bietet uns viele Möglichkeiten, mit filmischen Inhalten zu interagieren. Wir können filmische Sets in Lebensgröße einblenden. Die Userinnen und User können etwas ausprobieren und die Inhalte mit anderen teilen. Ja, wir als Museum befinden uns in einem Wandel, auch in einem Transformationsprozess. Wir wollen neue Zielgruppen erreichen, neue Formate entwickeln. Und da passt es ganz gut, auch in diesen digitalen Prozessen, dass wir dank Museum 4.0 eine neue App entwickeln konnten, wo wir Berlin mit Filmen erkunden können.